In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf dem Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihnen: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Brüder und Schwestern in Christus, wir stehen am Anfang der Fastenzeit, so auch heute das Evangelium, das uns an den Ursprung dieser Fastenzeit eigentlich erinnert, warum es 40 Tage sind, naja, weil Jesus so lange gefastet hat, vielleicht in ein bisschen extremere Weise, als wir es tun, aber doch, die Zahl war wichtig, so bereiten wir uns 40 Tage lang auf das große Osterfest. Und das Evangelium, das wir gehört haben, ist wieder eins der bekannten Texte. Ich möchte heute nur den letzten Teil dieser Perikope unter die Lupe nehmen, wo der Teufel ihm, also Jesus, verspricht: Wirf dich vor mir nieder, bete mich an, stell mich an die erste Stelle, dann wirst du all das erhalten, was du um dich herum siehst. Jesus antwortet ihm in gewohnter Weise mit einem Bibelwort und sagt: In der Schrift steht es, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Und dann erzählt der Evangelist weiter, darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Das ist etwas Märchenhaftes dabei, aber es ist ein wichtiger Bezug auf die erste Lesung aus dem Buch Genesis, wo wir davon gehört haben, wie es im Paradies gewesen ist und warum die Menschen diesen Zustand verloren haben. Da dienten den Menschen auch Engel nach den Erzählungen, die zu der Bibel dazukamen, aber nicht in der Bibel selbst sind. Das war eine alte Tradition. Und das wusste der Evangelist und hat gesagt, also weil Jesus dem nicht nachgegeben hat, war er in diesem Zustand, wie es im Paradies war. Er war glücklich. Aber das, was Jesus auf sich nimmt, das ist heutzutage für viele von uns ein großes Problem. Weil es geht um etwas, was wir nicht mehr gewohnt sind, um den Gehorsam. Also, ich will es niemandem unterstellen jetzt, dass ihr ungehorsam seid. Jeder hat so Personen im eigenen Leben, bei denen man ein bisschen Gehorsam zeigen muss. Meistens ist es der Chef in der Arbeit oder sonst jemand oder die eigene Ehefrau, kann auch sein, ist auch nützlich, ein bisschen Gehorsam zu zeigen. Aber darum geht es hier nicht, um diese Art von Gehorsam. Wenn die Bibel vom Gehorsam spricht, meint sie etwas grundlegend anderes, als wir es meistens unter diesem Begriff verstehen würden. Wenn man auf die erste Lesung schaut,
Worum geht es da? Also, das ist die Geschichte aus dem Paradies, wie die Menschen diesen Zustand verloren haben. Durch das Zurückgreifen auf diesen Baum der Erkenntnis des Bösen und des Guten. Sie werden verführt von ihren eigenen Gedanken, vom Satan, wie es in der Bibel steht. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie diesen Zustand verlieren, weil sie nicht mehr gehorsam sind. Und das hat Konsequenzen für sie. Sie werden aus dem Paradies vertrieben, wie es die Bibel dann weiterschreibt. Und sie verlieren einfach das Kostbarste, was ihnen Gott geschenkt hat, weil sie ungehorsam waren. Und wenn wir von Gehorsam sprechen, muss man sich zuerst fragen, wem bin ich diesen Gehorsam eigentlich schuldig? Und ich kann euch das von eigener Erfahrung sagen, eigentlich niemandem außer Gott. Weil ich habe auch meine Vorgesetzte, ich habe den Gehorsam in besonderer Form gelobt und ich versuche mich daran zu halten. Aber wenn mir ein Vorgesetzter, da habe ich einige, etwas Blödsinniges vorschlägt und mir dann sagt, du sollst gehorsam sein, mache ich es nicht. Ich bin dazu verpflichtet, das nicht zu machen. Aber es ist auch so, wenn man die Bibel ernst nimmt, da gibt es sehr viele Dinge, die man machen müsste, als Christ, als Christin insbesondere. Und das wird sehr oft auch mit diesem Zurückgreifen auf den Gehorsam, den wir Gott schuldig sind, irgendwie begründet. Und es sträubt sich in einem, da Ja zu sagen. Weil wir den Gehorsam als ein Unterwerfen, sich unter jemandes Willen unterwerfen, verstehen. Und das ist falsch, das meint die Bibel damit nicht. Wenn die Bibel sagt, du sollst gehorsam sein, gehorsam dem Wort Gottes, dann heißt es nichts anderes, du sollst Gott vertrauen, dass er es mit dir gut meint. Nichts mehr. Du sollst Vertrauen haben. Weil Gott will dich zum Glück, zum Leben, zu allem Guten führen. Schaut euch euer eigenes Leben an, was ihr auf euch nehmen müsst, um etwas zu erreichen. Um Priester zu werden, habe ich auf mich 6 Jahre Studium genommen, 4 davon noch im Ausland, wo ich eine fremde Sprache lernen musste. Das war es mir wert. Aber wenn ich dann auf das Wort Gottes schaue und einem Menschen begegne, der ganz schwierig ist, und ich weiß, ich sollte ihm eigentlich jetzt Gutes tun, wohlwollend entgegenkommen, und der nervt und der stinkt noch dazu, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn es konkret sein soll. In so kleinen Dingen. Und da sind wir zu diesem Gehorsam aufgerufen, zu diesem Vertrauen zu Gott. Wenn dir Gott so jemanden schickt, mit dem du so deine Probleme hast, dann vertraue auf Gott, dass er dir hilft, dieses zu meistern. Vielleicht wirst du Fehler machen, Menschen auch verletzen, wer weiß es, aber höre auf sein Wort, auf das, was er dir zu sagen hat. Frage dich selber, was würde Jesus jetzt tun? Und mache ihm es gleich. Dann bist du gehorsam, dann vertraust du auf Gott. Und das ist jetzt zurzeit eigentlich auch ein Reizwort in verschiedenen Kreisen der Kirche, besonders bei uns in Österreich. Da gibt es die Pfarrerinitiative, die zu einem gläubigen Ungehorsam aufrufen gegen manche Bischöfe. Aber man muss sich selber fragen, wem will ich etwas beweisen, wem will ich folgen? Sehr oft sind es Forderungen, die vielleicht nicht ganz verkehrt sind, aber die bringen uns als Menschen nicht wirklich weiter.
Frag dich selbst, was würde es dir nutzen, wenn hier an meiner Stelle irgendjemand anderes stehen würde? Also kein Priester oder vielleicht eine Frau. Was würde das ändern für dich? Vielleicht ist es angenehmer, dann diesen Mensch anzuschauen. Ich bin vielleicht nicht der Bequemste zum Anschauen, so will ich es ausdrücken. Aber was ändert das? Dasselbe Wort wird von diesem Ort verkündet. Nichts anderes. Wir stehen in einer 2000 lange Jahre Tradition, dieses Buch auszulegen, es zu lesen. Und so viel ändert sich mit der Zeit nicht. Auch wenn wir sehr oft glauben, wir würden das Ganze neu erfinden. Das ist eine Versuchung. Das ist eine Versuchung. Und der Böse versucht, immer wieder aufs Neue uns zu verführen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die mit meinem konkreten Leben nichts zu tun haben, die meine Zeit in Anspruch nehmen und mich nicht weiterbringen. Weil man könnte jetzt zum Beispiel, können wir uns zusammensetzen und über die Zustände im Vatikan schimpfen. Na, da gibt es vieles, worüber man schimpfen könnte. Die Vatikanbank zum Beispiel oder etwas anderes. Man könnte darüber schimpfen. Was ändert es in meinem Leben? Nichts. Ich habe nur meine Zeit verloren. Weil ich kann da nichts bewirken. Vielleicht durch mein Gebet, aber nichts mehr. Hab Vertrauen, dass Gott fähig ist, die Herzen der Verantwortlichen dort zu ändern. Hab Vertrauen. Einer meiner Mitbrüder, die mit mir also den Weg im Orden angefangen haben, der ist in Polen, der ist ein bisschen älter als ich und der ist wirklich, würde ich sagen, weise. Weil wir haben bei uns immer gelästert, wenn wir zusammengekommen sind als Mitbrüder, um über unsere Zukunft zu beraten. Beim Provinzkapitel oder beim Hauskapitel, wo verschiedene Meinungen sind und man sich überlegt, was wir ändern müssen, um weiterleben zu können. Und die jungen Mitbrüder, wir neigen, also ich bin nicht mehr so jung, aber wir haben damals dazu geneigt, das alles niederzumachen. Ja, da wird sowieso nichts kommen. Wozu gehst du dahin? Da ändert sich nichts. Oft ist es so. Aber er hat mir eines gesagt. Wenn wir nicht daran glauben, dass der Heilige Geist da in diesem Gremium auch sich durchsetzen kann, dann kann ich meinen Habit abgeben. Brauche ich nicht mehr zu tragen. Es ist sinnlos. Wenn du kein Vertrauen in Gott mehr hast, dann ist es wirklich schlimm um dein Christsein. Das kann man auch lernen. Das ist nichts, was automatisch kommt. Und man kann es ganz einfach lernen. Wo du dich in der Kirche wohlfühlst, da kannst du dieses Vertrauen auch erfahren. Wenn du Orte hast, wo du sagen kannst, ja, da wirkt Gott in meinem Leben auch. Da ist dieses Vertrauen schon vorhanden. Und ich werde vermuten, jeder von euch hat solche Orte im eigenen Leben, wo es sagen kann, da wirkt Gott, da kann ich Vertrauen schenken. Da ist es für mich einfach, gehorsam zu sein. Und versuche das dann auf die Orte und Situationen zu übertragen, wo es ganz schwierig ist. Gott darum zu bitten, ändere, was ich nicht ändern kann und hilf mir zu ändern, was in meiner Macht steht. Darum geht es in diesem Gehorsam, von dem die Bibel sehr oft spricht, Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Das ist Vertrauen auf Gott. Um nichts anderes geht es hier. Und ich lade euch dazu ein, diese Fastenzeit so bewusst in diesem Geiste des Vertrauens zu beginnen. Es geht jetzt nicht, auf sich etwas zu nehmen, irgendwelche Verpflichtungen. Ihr könnt es machen, das ist eine schöne Tradition und das bringt einem auch was, wenn es gut gemacht wird. Aber versucht in dieser Fastenzeit bewusst diese Orte des Vertrauens zu suchen und zu finden, sie festzumachen, sie auszuweiten. Dann werdet ihr gehorsam, wie es die Bibel sagen würde, aber vor allem das Leben finden, wie es Jesus vorgefunden hat. Es steht am Ende dieses Evangeliums diese
einen kleinen Satz davon, dass ihm die Engel dann gedient haben. Das ist der Zustand des Paradieses, den wir alle schon hier auf Erden auch erfahren können, wo wir dieses Vertrauen, diesen Gehorsam zu Gott entwickeln können und ihn auch